Kamis und herzlich willkommen bei der Suche nach Concord. Heute wollen wir, wie gesagt, Concord suchen. Das heißt, wir suchen nach einer Sternenrasse. Das haben wir in der letzten Folge gelernt, was das ist und wie das funktioniert. Und da wartet Alex auch schon auf uns. Und wir müssen jetzt hier erstmal überhaupt Fohlen finden. Bereit, ein paar Fohlen für uns zu finden, Partner? Klar. Wir sollten mit Maya sprechen. Überlass das Reden mir, wenn wir dort sind. Und folge meinem Beispiel. Mach ich. Hi Maya. Ewig nicht gesehen. Hallo Ilva. Immer schön, dich bei den Morlandstellen zu sehen. Wie kann ich... Alex! Guten Morgen, reizende Stalldame. Wir sind weit gereist und unsere Rösser benötigen Nahrung. Natürlich, Milady, sofort. Und wünscht ihr auch, euch auszuruhen? Ich werde euch unsere feinsten Betten bereiten. In der Tat, und Fasane als Mahl für mich und meine Begleiterin. Wehe mir, die Fasane sind uns ausgegangen. Möglicherweise kann ich euch jedoch für unsere Hotdogs begeistern. Du rollst mit den Augen. Ist das nur ein Freundschaftsbesuch oder geht es um das magische Eichhörnchen? Zweiteres. Allerdings geht es Fripp im Augenblick sehr schlecht. Und um die Wahrheit zu sagen, bei uns Soulridern gibt es eine Krise nach der anderen. Oh je. Nun, falls du mal wieder Umarmungen tanken musst oder so etwas in der Art, du weißt, wo ich bin für dich da. Es gibt da etwas, wobei du uns helfen könntest. Etwas, das noch niedlicher ist als ich. Fohlen! Ob du es glaubst oder nicht, das Schicksal der Welt hängt davon ab, dass Ilva sämtliche Pferdebabys sieht. Fohlen? Ja? Wie der Zufall so will, haben wir eine Stute, die sehr bald eins gebären wird. Es ist hier so viel los, dass Thomas die werdende Mutter an einen ruhigen Ort bringen wollte. Jasper hat uns seine alte Scheune angeboten, aber die müssen wir zuerst aufräumen. Wenn ihr beide uns helft, haben wir das im Nu geschafft. Oi. Bring ein Fohlen zur Welt. Bevor wir zur Scheune gehen, muss ich dich um einen klitzekleinen Gefallen bitten. Okay. Darf ich auf den Kahn reiten? Na schön, hüpf rauf. Ich dachte eigentlich daran, ihn selbst zu reiten, allein. Das ist doch okay für dich, oder, Tinky? Ich darf nicht jeden Tag auf einem so majestätischen Pferd reiten. Nun, wenn du es so sagst. Tinky? Steig ab, Alex, und lass Maya mal ran. Verräter! Na schön, sie darf dich ausleihen, aber nur, wenn wir einen Wettkampf daraus machen. Ich schlage ein Rennen vor. Maya und Tinky gegen Ilva und Goldpumpkin. Oh, und ich reite zur moralischen Unterstützung doppelt. In Ordnung. Hey, dadurch sind wir ja schwerer. Hey, nicht abdrängen. Haha! Tja, Tinky und Maya, wir hängen euch ab. Hahaha. Hä? Du bist so schnell, dass ich keine Chance hatte. Danke, dass du mitgemacht hast, Ilva. Es war eine Ehre, auf dir zu reiten, Tinky. Falls du je eine neue Partnerin suchst, du weißt, wo du mich findest. Komm nicht auf dumme Ideen, du. Näher kommst du nicht dran, ein Soulrider zu werden. Du wirst noch den Tag bereuen, an dem du dich mir in den Weg gestellt hast, Cloudmill. Bereuen! Okay. Na dann wollen wir mal alles für eine Fohlengeburt vorbereiten. Dieser Ort ist ja noch heruntergekommener, als ich ihn in Erinnerung hatte. Wir haben ordentlich zu tun, wenn wir es für Mama Haflinger und ihr Baby gemütlich machen wollen. Ich kann nicht mit der Motorsäge umgehen. Ilva, denkst du, dass du das übernehmen kannst? Yep. Ich habe den Motorkettensägen-Lehrgang bei der Feuerwehr geschafft, dann schaffe ich das hier auch. Wum, wum. Echt, wird das jetzt hier schöner? Ja, wie cool. Wie die Gärten von dem Silverglade Landgut. Brumm, 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 brum
Ne? Ne? Brumm, 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 brumm. Voll cool. Komm, Allegria. Schon viel besser. Wir können die Zäune auch in Ordnung bringen, etwas Heu hereinbringen und einen Ort für Futter und Wasser aufbauen. Wenn sich jeder einen Hammer schnappt, bekommen wir das schnell hin. Guck mal, ich knie da und hämmer. Klong, 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 klong. Alex, was machst du da? Maya, was machst du da? Ich bin die Einzige, die arbeitet. Tada! Wenn das mal kein perfekter Ort für eine Mutter ist, um ihr Fohlen zu bekommen. Ah, okay. Gutes Timing, hier kommt die künftige Mutter. Oh. Hi. Concord wird ein Haflinger? Hm. Da bin ich mal gespannt. Die neue Weide ist toll. Alle Mädchen im Reitlager sind schon ganz aufgeregt, das Baby zu sehen. Aber erst einmal sollte das Kleine einen friedlichen Ort haben, um seine ersten Schritte zu machen. Vielen Dank für deine Hilfe, Ilva. Was für eine hübsche Mama. Ilva, du kommst gut mit Pferden klar. Vielleicht könntest du mir dabei helfen, die Stute herzubringen, bevor der Tierarzt kommt. Ganz ruhig, kleine Maus. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ilva, ich bleibe mit Maya hier. Komm morgen wieder. Mit etwas Glück haben wir dann vielleicht eine neue Sternrasse gefunden. Danke, Ilva. Du bist so nett. Ich wünsche nur, mein Justin könnte hier sein. Er hat immer so gerne bei der Geburt geholfen. Na, wenn das nicht Ilva ist. Du kommst ja mehr rum als ich. Die Stute wirkt sehr gesund. Ich habe die Kalzium- und pH-Werte in ihrer Milch überprüft und sie scheint definitiv soweit zu sein. Ich wäre überrascht, wenn sie nicht bis zum Morgen abgefohlt hätte. Ich sollte los. Meine Mitfahrgelegenheit wartet. Hi, Sigri. Falls es irgendwelche Komplikationen gibt, Thomas, bin ich nur einen Anruf entfernt. Tschüss, Dr. Irene. Und das bedeutet für uns mal wieder warten, natürlich. Und wieder nach nicht mal 10 Minuten, die wir in der Quest stecken. Ah, ist ja wieder typisch. Und sonst haben wir nichts, ne? Nur die Spinnenquest. Na schön, das heißt für euch nach einem Cut, für mich nach einer Nacht geht es hier weiter. Bis gleich. So, nach einem Cut, wie gesagt, geht es direkt weiter. Würde ich Sonji nicht wundern. Ich habe die Folge schon mal angefangen, aber da ging es nicht sehr weit. Ich glaube nur 10 Minuten oder so und deswegen machen wir jetzt quasi weiter. Und zwar hat Link mir verraten, dass hier eine versteckte Quest ist, für die ihr euch beeilen solltet und die ich jetzt wahrscheinlich nach Jahren nachschiebe. Ich meine, ich habe Spirit jetzt bestimmt schon über ein Jahr und habe diese Quest nicht gemacht. Und wenn man auf Spirit sitzt, dann hat man bei Tori hier noch eine Quest. Gut zu wissen. Wusste ich natürlich direkt. So, Spirit, das kann nicht wahr sein. Du machst Witze. Du reitest Spirit. Wow, du bist so cool. Tut mir leid, ich bin völlig fertig. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Ich glaube, ich muss weinen. Ich lerne Spirit kennen. Ich hätte nie geglaubt, dass ich ihn treffen würde. Gut, dass ich jetzt noch gekommen bin, bevor die hier nächste Woche oder so weg sind, ne? Vielen Dank, Ilva. Danke, dass Sally und ich Spirit kennenlernen durften. Du hast keine Ahnung, wie viel uns das bedeutet. Nimm das. Es ist das Mindeste, was wir als Dankeschön dafür tun können, ihn wirklich kennengelernt zu haben. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Oh mein Gott, das ist echt nicht nichts, was ich hier scheinbar verpasst habe. Und dieses Oberteil hat einfach mal die besten Werte. Hey, das ist gar nicht mal so... Das ist eigentlich sogar ziemlich hübsch, das Oberteil. Dankeschön. So, das haben wir ganz kurz geklärt. Das muss ich noch mal kurz in den Stall. Das haben wir also beendet. Schiebe ich dann mal ganz kurz ein, nach über einem Jahr. Hehe. Und es hat nicht mal 2 Minuten gedauert. Also wer Spirit gekauft hat und dieses T-Shirt noch nicht hat, lauft mal auf Spirit nach Fort Pinter. Da könnte noch eine Quest auf euch warten. So, jetzt schnappe ich mir wieder das Pferd, mit dem ich unterwegs bin.
Ah, es ist nicht zwar nicht mein Anfangspferd. Ich hoffe, ich brauche Gold Pumpkin jetzt nicht direkt wieder. Aber ich bezweifle, dass es jetzt gleich für uns direkt wieder nach Pandoria oder so geht. Oder durch generell irgendein Portal. So, Ladies, es geht auf nach Morland. Also in Richtung Morland, nicht ganz nach Morland. Tram. Du reitest ein altes Friesenmodell. Lad mich mal wieder in die Gruppe ein. Oi? So, da sind wir bei Alex und Maya. Du stehst genau in Alex drin, das geht so nicht. So ist besser. Lad mich mal in die Gruppe wieder ein. Alright. Kann ich das hier zumachen? Alex, gut, dass du hier bist. Rate mal, wer Mama geworden ist. Nein, natürlich nicht ich, du Dummerchen, komm schon. Was? Ich habe jetzt aber erwartet, dass. Ah, Bibi! Das ist voll süß. Sonderlieferung heißt die Quest. Okay, auch gut. Er ist wunderschön, oder? Er muss eine Sternenrasse angehören. Okay, Ilva, mach dein Ding. Ist er eine Sternenrasse? Ist er? Aber ist er auch Concorde? Keine Sternrasse? Nein? Nicht? Oh. Ich habe es natürlich richtig gedeutet. Aber trotzdem habe ich ihn lieb. Ich glaube, ich nenne dich Frodo. Frodo der Haflinger. Du bist ja so dumm. Außerdem entscheidet das Thomas. Wir sollten gehen. Danke für alles, Maya. Natürlich. Und bleib nächstes Mal nicht so lange weg. Natürlich nur, wenn du mal eine Pause in deiner geschäftlichen Weltrettung einrichten kannst. Wir sollten zurück zu Rhiannon gehen. Ich bin aber froh, dass wir hier Halt gemacht haben. So sehr ich meine Soulrider-Freunde liebe, es fühlt sich gut an, mit jemandem normalen Kontakt zu haben. Weißt du, was ich meine? Ciao, ciao. Wo muss ich denn jetzt hin? Nach Norden. Nach Norden? Ach, da, Wälder. Ah, da muss ich hin. Okay. Vale, Vale, Dale. Da lasse ich mich abholen und fahre mit dem Hänger hin. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht durch den Kreis. Wisst ihr was? Ich nehme zur Sicherheit einfach mal schon mal direkt Gold Pumpkin mit. Oder? Obwohl, nee. Nee. Wir werden jetzt erstmal nur mit denen reden. Ich denke mal, bevor wir nicht Concord gefunden haben, geht es für uns auch nicht nochmal nach Pandoria. Miep, miep. Jo, da sind wir. Auf geht's hoch zum Steinkreis. Zum Geheimen. Streng geheim. Ach nee, Quatsch, wir müssen hoch auf diese Bergkoppel. Ah. Ah. Klar. Wo Rhiannon abhängt, das ist, ja. Wenn ich mich daran erinnern würde, immer direkt, dann wüsste ich das natürlich auch direkt. Das Fungi hat sich auf Sturm gemacht, deswegen hören wir sie nicht mehr.
Oi, was ist denn hier los? Wie ist es in Morland gelaufen? Keine Sternrasse? Ich hatte bei den Goldblattstellen auch keinen Erfolg. Du stehst mit dem Pferdehals voll im Pfosten, das ist ja brutal. Das funktioniert nicht. Jedes Jahr werden in Jorvik tausende Pferde geboren. Wenn wir jedes untersuchen müssen, dauert es Monate, bis wir Concord finden. Und das auch nur, falls Darkor ihn nicht zuerst findet. So oder so, es sieht nicht gut aus für Anne. Du willst also einfach aufgeben? Wir müssen der Realität ins Auge sehen, Alex. Meine Fähigkeiten haben Grenzen und Ylva lernt gerade erst, was es bedeutet, ein Tierflüsterer zu sein. Es gibt also niemanden, der Concord rechtzeitig finden kann, um Anne zu retten? Das habe ich nicht gesagt. Reite mit mir zu Elisabeth, ich habe eine Idee. Ja, nimm bitte den, genau, Pferdekopfhals da aus dem Pfosten raus. Ist ja brutal. Na, ob ich heute wohl Level 20 erreiche? Ich glaube nicht dran. Aber ich denke, es wird bald passieren. Dann kommen wieder neue Quests dazu. Yay! Da ist eine Lucia. Wo sind die? Ah, da stehen sie. Es gibt noch jemanden, der helfen könnte, wenn Elisabeth nur zuhören würde. Lass mich das machen. Sie wird auf mich hören, hoffe ich. Rhiannon, wie läuft die Suche nach Concord? Naja, wir haben eine Sternrasse gefunden, aber es war nicht Concord. Sehr gut, ich werde jemanden entsenden, der das Fohlen abholt, damit es auf Druidenart aufwächst. Ich gehe davon aus, dass du und deine Assistenten die Suche fortsetzen werden. Wir verschwenden wertvolle Zeit, Elisabeth. Es gibt so viele Pferde, die wir prüfen müssen. Je länger wir brauchen, desto stärker werden unsere Feinde. Wir könnten einen der Lebenswächter um Hilfe bitten. Ihre Wurzeln reichen tief und weit. Sie können eine Verbindung mit dem Baum eingehen. Dann können wir den Ruf des Tierflüsterers gemeinsam unmöglich rennen. Der Baum könnte für dich sich beanspruchen und in eine Lignos verwandeln. Das ist zu gefährlich. Sogar für dich. Aber nicht für ihn. Du hast es selbst gesagt. Seine Gabe ist verblüffend. Würde der Baum eine Verbindung mit ihm eingehen? Auf keinen Fall. Sollte er sich den Schatten zuwenden, würde Darkor dadurch die Herrschaft über die Bewahrer Aedins in die Hände fallen. Das ist viel zu riskant. Glaub an dich, Rhiannon. Vertrau darauf, dass Aedins Licht dich zu Concorde führt. Woher weißt du, dass uns nicht Aedins Wille zu uns gebracht hat, als wir seine Gabe am stärksten brauchten? Ihr müsst ihn freilassen. Nur Justin Morland kann uns jetzt noch helfen. Justin? Ich verbiete es. Hinterfrag nicht noch einmal meine Entscheidung. Nun gut, Elisabeth. Nun ja, es war ein Versuch wert. Tut mir leid, Leute. Schätze, wir müssen die sinnlose Suche fortsetzen. Was meinst du mit Justins Gabe? Oh, darüber sollte ich vermutlich nicht reden. Ihr habt Elisabeth ja gehört. Es ist zu gefährlich. Ich schätze, ich habe den Teil am Druidenhandbuch überlesen, in dem steht, dass Aedin immer auf Nummer sicher geht. Wie wär's, wenn wir die Suche erst morgen fortsetzen? Ich brauche ein warmes Essen und ein Bad. Udi ist sauer. Verständlich, wenn Justin das regeln könnte. Moment, Ylva, ich muss mit dir reden. Es wird Zeit, dass wir ein Soul-Rider-Notfalltreffen abhalten. Hol die anderen. Wir treffen uns auf der Silversong-Brücke südlich des Waldes. Ha? Wo soll ich denn die anderen abholen? Wo muss ich denn da hin? Ein kurzer Moment der Verwirrung macht sich breit. Sekunde. Ach so. Ah, sprich mit Linda in Fripps Zimmer unter dem Geheimsteinkreis. Da muss ich hin. Okay. Solange es nur ein kurzer Moment ist. Genau. Ich finde ja immer wieder zurück. Komm doch mit. Ah nee, wir sehen uns da oben ja eh nicht. Das finde ich blöd, dass man sich mit seinen Freunden da nicht sehen kann.
Also ich weiß ja, wo Concord ist. Portal, willst du dich mal öffnen? Nein? Hältst du es nicht so für nötig, so? Nicht so? Hallo? Okay, wir fangen nochmal außen an. So, wir reiten hier schön über den Weg. Da, 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 da. Hä? Das Portal öffnet sich nicht. Ja, weil du ein anderes Pferd reitest. Ist doch gar nicht wahr, jetzt hat sich geöffnet. Nichts? Ja. Also man kommt ja nur mit dem Anfangspferd rein. Nee. Wir waren da doch neulich mit unseren Fjordis drin. So. Jetzt aber. Linda! Wo ist denn Lisa? Und warum sitzt Linda schon wieder in der Luft? Hallo Ilva, wie läuft die Suche? Ein Soul-Runner-Notfalltreffen? Natürlich komme ich, aber ich weiß nicht, wo Lisa gerade ist. Elisabeth hat sie auf irgendeine dringende Mission geschickt. Das Treffen findet auf der Silversong-Brücke statt. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam hinreiten, Ilva? Treffen wir uns draußen. Okay. Krieg ich hin. Ich habe ein bisschen frische Luft gebraucht. Fripps Zimmer war sehr gemütlich, aber da unten ist es recht stickig. Und die Roben von Avalon und Evergrey könnten mal gewaschen werden, wenn du weißt, was ich meine. Es ist schön, mal wieder mit dir zu reiten, Ilva. Wenn ich bei dir bin, habe ich die Hoffnung, dass alles gut ausgeht. Oh. Bereit, Meteor? Nur wenn du versprichst, den Liebesapfel in der Tasche mit mir zu teilen, wenn wir beim Treffpunkt sind. Deiner Nase entgeht aber auch nichts, oder? Okay, ist gebongt, hü. Wait for me! Wait! Wait for me, Linda. Eine Sternrasse, ja? Du bist der lebende Beweis für Reinkarnation, Meteor. Mom und Dad wären garantiert stolz. Warum sprichst du nie von deinen vergangenen Leben? Nun ja, weißt du, wenn man so viele Reiter hatte wie ich, gehen sie alle ineinander über. Hey, natürlich bist du meine Lieblingsreiterin. Ich wette, das sagst du zu all deinen Soulridern. Bestimmt. So viel zum gemeinsamen Reiten, Linda, ja? Ja? Das merke ich mir. Hast du mich gehört? Nee, du bist wahrscheinlich schon viel zu weit weg. Voll fies. Ich habe mir extra so ein cooles Piratenoutfit angezogen. Ich kann aber lachen in den Werbungen, ne? Diese Mama. Klar, immer. Alright. Ace Wunschi, komm auch zu der Brücke. Na los. So, da sind wir angekommen. Ah, da bist du ja schon. Sehr schön, du und Linda seid hier, aber wo ist Lisa? Eine geheime Mission, ja? Dann müssen wir das Treffen wohl ohne sie starten. Ich bringe Linda auf den neuesten Stand. Ilva, kannst du die Umgebung überprüfen und sicherstellen, dass keine Druiden oder Drohnen von Darko in der Nähe sind? Wir brauchen absolute Geheimhaltung. Absolut. Also, geh mal abchecken. Ich laber schon mal mit denen, ne? Ey, hallo. Ja.
Genau so machen wir das und nicht anders. Du siehst niemanden in der Nähe. Niemanden außer Charlotte. Toll. Oder die da unten. Super. Niemand in der Nähe, ja? Spongy, dreh dich mal bitte ein bisschen nach links. Damit das natürlich aussieht, wie du da stehst. Was mache ich? Dich nach links drehen. So um eine Vierteldrehung. So? Ja, und jetzt gehst du noch so ein paar Schritte zurück. Oi. Suspicious, suspicious. Ich überprüfe alles genauestens. Hätte ich eine Facecam dabei, dann würdet ihr sehen, wie ich die Augen zusammenkneife, um genau zu beobachten, ob sich irgendwo was regt. Ist da jemand? Ich sehe jeden und alles. Gut. Safety check. Noch ein Schrittchen zurück, bitte. Danke, Ilva. Man kann nie vorsichtig sein. Nie vorsichtig genug sein. Gehen wir gleich ans Eingemachte. Wir holen Justin aus dem Druidengefängnis. What? Ich glaube kaum, dass es so etwas wie ein Druidengefängnis gibt. Meine Wortwahl stört dich also? Nicht die Tatsache, dass ich vorschlage, hinter Elisabeths Rücken zu handeln und die Bewahrerdienst in tödliche Gefahr zu bringen? Ich schätze, du würdest es nicht vorschlagen, wenn es nicht unbedingt erforderlich wäre. Linda, bleib so, wie du bist. Ilva und ich werden herausfinden, wo sie Justin festhalten und ihn rausholen. Linda, du musst herausfinden, wie Lebenswächter und Tierflüsterer eine Verbindung eingehen können. Das hat irgendwas mit einem Ruf des Tierflüsterers zu tun. Ein Forschungsprojekt, das bekomme ich hin. Ich wette, wenn ich in ein paar Wochen die Bibliothek der Baroness durchstöbere, finde ich die Antwort, die du brauchst. Oder du könntest einfach Avalon ausfragen. Er erzählt dir doch alles. Wir haben nicht viel Zeit. Aber meine wertvollen Bücher. Na schön. Wir haben nicht viel Zeit, hast du gehört, Linda? In Ordnung, wir treffen uns wieder hier, wenn wir unsere Aufgaben erfüllt haben. Ilva, du kommst mit mir. Bist du bereit, Ilva? Sobald wir die Grenze überschritten haben, gibt es kein Zurück. Nähern wir uns Velde von der anderen Flussseite aus, damit wir nicht gesehen werden. Wir halten noch vor dem Dorf an und gehen dann zu Fuß weiter. Folge mir. Rennen! Oh, ein Rennen! Ich darf mal wieder mitreiten, das ist immer nett. Beziehungsweise diesmal darf ich jetzt scheinbar vorreiten. Okay, wir sind voll im Tarnkappenmodus. Meine Klamotten sind ja auch schon mal sehr tarnt, ne, mit schwarz, braun, grün so. Oh, ich sehe Alex nicht mehr, aber ist ja nicht so wild. Ich habe ja dich dabei dafür. Ui, klingelt's. Oh, ist so, wollen wir doch mal sehen, wo uns das Rennen hinführt, wo genau wir anhalten. Nein! Nicht, dass uns die da entdecken. Wir sind... Touristen! Nous parle du français, tu parles du français? Non? Bye bye. Wir nix Jorvegianer. Das heißt so. Oder Jorveger? Nee, Jorvegianer. Ja, das haben die neulich zu Thomas gesagt. Zu Thomas Morland. Nee, Jorvegia. Genau, Jorvegia. So hieß es. Zack. Oh, hi Alex. Super, niemand hat uns gesehen. Wir lassen die Pferde hier. Okay, jetzt gehen wir einfach zu Justin und holen ihn raus. Mir ist gerade eingefallen, dass der Plan einen winzigen Haken hat. Du weißt nicht zufällig, wo sie ihn festhalten. Vielleicht sollten wir uns aufteilen. Stopp! Was? Oh nein. Sucht ihr das Druidengefängnis? Oh ja, das gibt es wirklich.
Loretta, was machst du in Veldale? Ilva hat mir versichert, dass Justin in Sicherheit ist, aber zu eurem Glück habe ich das nicht geglaubt und selbst Ermittlungen angestellt. Ich beobachte dieses Dorf schon seit Tagen, sehe, wie eure seltsamen Freunde in den Roben ein- und ausgehen. Sie haben ihn in dem großen Haus dort drüben fest. Du hast ihn gesehen, bist du sicher? Gesehen nicht, aber sie bringen dort jeden Tag Essen hin. Und die schmutzige Wäsche, die von dort kommt, wurde eindeutig von Justin getragen. Ah, ich nehme auf, dass du Bescheid weißt. Okay, ich will gar nicht wissen, woher du das weißt. Euch da ungesehen hineinschleichen, könnt ihr vergessen. Da wimmelt es nur so von Druiden. Wirklich widerlich, ehrlich gesagt. Ihr braucht eine Ablenkung. Ah, du hilfst uns also? Bilde dir bloß nichts darauf ein, Cloudmill. Ich helfe Justin. Welche Art von Ablenkung hast du im Sinn? Was können wir tun? Kommt mir einfach nicht in die Quere. Alright. Gesundheit. Gesundheit. Ey, hallo, lass mich doch mal hier nicht alleine zurück. Das ist voll nicht nett. Okay. So viel dazu, wir lassen die Pferde schon da hinten stehen, ha? Huh? Ha, huh, Alex? Ha? Huh? Okay, dann wollen wir doch mal sehen. So viel zu Diva Ex Machina. Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Ich schätze, wir warten hier, bis sie uns ein Zeichen gibt oder so etwas. Klopf, klopf. Who's there? Wer bist du? Was auch immer du verkaufst. Wir sind nicht... Jemand hat eure Stalltür offen stehen lassen. Hä? Huh? Wovon? Hey, komm zurück! Oh, Loretta. Ihr seid dran, Ladies. Vermasselt es nicht. Kommt jetzt ziemlich das Schwerste, was du uns da selber gemacht hast. Das Schwerste? Das trifft sich gut. Cliffhanger! Ich beende die Folge an dieser Stelle. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und schauen uns an, wie wir Justin retten und ob wir es überhaupt hinkriegen. Ich hoffe natürlich sehr. Und ja, ich würde sagen, bis dahin, Okamis. Ahu!